Herzlich willkommen im Eisenbahnkeller von Gary und Kirsten. Wir bauen eine komplett neue Modelleisenbahnanlage und bloggen für euch jeden Schritt. Bewegte Bilder zeigen oft mehr als nur Text und Fotos. Trotzdem sind sie nur eine Ergänzung zu den Blogs auf schlagercity.de. Wenn ihr Fragen habt oder uns Tipps und Anregungen für den Weiterbau geben möchtet, dann benutzt doch einfach die Kommentarfunktion auf den Schlagercity-Blogs. Viel Spaß beim Zuschauen! Herzlich willkommen hier bei uns im Eisenbahnkeller. Dies ist schon die 9. Folge und eigentlich war die in dieser Form und zu dieser Zeit gar nicht geplant, weil ich lange schon dachte, in der Sommerpause zu sein. Aber erstens kommt es anders, zweitens als man denkt und es gibt immer wieder Regentage, an denen man auch was tun kann und tun möchte. Und außerdem war die Planung gewesen, im ersten Halbjahr 2022 möchte ich gerne die Hauptstrecke fertig bekommen. Und genau das möchte ich euch hier in diesem Videoclip jetzt mal zeigen. Im letzten Teil habe ich hinten angefangen, die Ebene 2 zu bauen mit den HDF-Platten an der Wand, an denen später der Hintergrund auftapeziert wird. Diese HDF-Platten habe ich jetzt hier rundherum verlegt. L-förmig muss nur noch tapezieren, dann ist die Ebene 2 komplett verbaut. Entsprechend auch ausgerichtet, die Steigungen nivelliert, überall mit Stützen versehen. Die Bretter sind alle fest verschraubt hier rundherum und münden dann quasi hier, wo es bergab geht, auf die Ebene 1, die auf dieser Fläche ist. Ich bin dann schon mal angefangen und habe die Weichen eingesetzt, um die Verbindung zu den Nebenstrecken zu bauen. Hier ist so ein bisschen schon irgendwas zu sehen, aber das ist Zukunftsmusik. Ich wollte nur sehen, wie es passt, um dann hinterher daran weiterzubauen. Die Ebene 2, die ich fertiggestellt habe, ist bis jetzt nur lose aufgelegt. Das heißt, die ganzen Gleistrassen sind natürlich alle befestigt, aber die Schienen liegen nur lose auf, weil ich sie hier hinten erstens nochmal wegnehmen muss. Wenn ich tapeziere, dann sind sie mir im Weg, weil verschrauben kann ich sie logischerweise erst, wenn ich die Oberleitung dann auch verlegt habe. Und mit den Masten wäre dann das doch sehr im Weg, um vernünftig tapezieren zu können. Deswegen hört die Oberleitung hier vorne in dem geplanten Bahnhofsgelände weiterhin auf. Und ich habe wie immer diesen provisorischen Eingang gebastelt, dass die Lokomotiven in den Fahrdrahtbereich einfahren können. Ihr könnt euch vielleicht noch erinnern, bei den alten Folgen, da hatte ich einfach einen Hammerzweck entfremdet und da den Fahrdraht dran befestigt. Jetzt habe ich eine Turmlampe genommen und einfach den Ausleger etwas höher eingehangen, sodass die elektrischen Lokomotiven sich dann wieder einfädeln können. Gut, zum Thema Oberleitung habe ich mir auch eigene Gedanken gemacht und oft ist es ja so, dass bei dem Bau man doch wieder neue Erkenntnisse gewinnt und vielleicht ein wenig von der Planung abweicht. Das war auch bei mir hier der Fall. Ursprünglich sagt man ja beim Analogbau und die Strecke ist analog. Es ist wirklich eine Nostalgiebahn mit M-Gleisen gebaut. Beim Analogbau sagt man, ich kann zwei Lokomotiven getrennt steuern, indem die eine ihren Strom aus der Schiene bekommt und die zweite bekommt ihren Strom aus der Oberleitung. Gut, das ist hier aber eigentlich gar nicht notwendig, weil meine Konzeption dieser Anlage ja so geplant ist, dass die zweigleisige Hauptstrecke, eigentlich ist sie gar nicht zweigleisig, eigentlich ist sie nach dem Hundeknochenprinzip gebaut, aber diese zweigleisige Hauptstrecke, die soll vollautomatisch fahren und da sollen auch einige Züge vollautomatisch fahren. Deswegen brauche ich gar nicht die Lokomotiven unabhängig zu steuern, muss aber andererseits sehen, da ich einige Loks gleichzeitig unterwegs auf der Strecke habe, bedingt durch den Blockbetrieb, dass die Transformatoren ausreichen und eben die Energieversorgung passt. Deswegen habe ich mich entschlossen, einfach die Oberleitung zwar genauso zu bauen und an den Signalen an den gleichen Stellen zu isolieren, wie ich das auch im Schienenbereich gemacht habe, aber sie soll nur als Ergänzung dienen, dass ich sowohl mit dem Schienenstrom als mit der Oberleitung eine Stromversorgung über mehrere Transformatoren realisieren kann und somit immer genug Power für die Lokomotiven habe.
Ja, ich habe mal die Position gewechselt und befinde mich jetzt hier auf der anderen Seite meiner Anlage. Hier ist es auch genauso wie hinten. Die Schienen liegen auch hier nur lose auf. Aber ich habe das komplette Gleismaterial aufgebaut. Alle Schaltgleise sind an den Stellen eingebaut, an denen sie hinterher auch sein müssen. Und ich habe getestet. Denn bei allem Bauen ist es immer wichtig, Probefahren, wie ich auch schon in den vergangenen Teilen öfter erwähnt habe. Denn diese Gleise, diese M-Gleise sind alt. Ja, sie sind wirklich alt. Teilweise habe ich sie auch gebraucht erstanden und weiß auch nicht, was der Vorbesitzer damit angestellt und getrieben hat. Und oft sieht eine Schiene optisch sehr gut aus, aber an dem Teil, wo die beiden Schienen zusammengesteckt sind, fühlt man dann oft irgendwelche Unebenheiten, die im schlimmsten Fall gerade in einer Kurve auch zu einer Entgleisung führen können. Und da habe ich natürlich das Gleismaterial entsprechend selektiert, die eine oder andere Schiene bei den Probefahrten dann ausgetauscht und auch teilweise die Übergänge ein wenig angeschliffen, um gerade zu vermeiden und wirklich einen geraden, durchgängigen Schienenstrang für die Lokomotiven zu haben. Auf jeden Fall haben wir hier von der Ebene 0 die Steigung zur Ebene 1. Und vorhin in der anderen Perspektive habe ich euch auf der anderen Seite gezeigt, wie dann von der Ebene 1 die Steigung auf der Ebene 2 läuft. Und für diese Steigungen habe ich jetzt hier einen extra Trafo spendiert. Ihr seht, es ist einer mehr geworden, der wirklich nur die Steigung mit Strom versorgt, aber die Schiene und die Oberleitung ist an den Steigungen bei mir hier gekoppelt. So kann ich dann die Trafos so einstellen, dass die Geschwindigkeit bergauf und die Geschwindigkeit auf den Ebenen, die über den anderen Trafo gesteuert wird, ungefähr übereinstimmen, sodass sich ein flüssiges Bild im Fahrbetrieb hinterher ergibt. Der dritte Trafo hier, den ihr seht, diese drei Trafos sind für die Hauptstrecke geplant. Der dritte Trafo, der versorgt dann quasi die Oberleitung mit Strom, ist also eigentlich immer identisch einzustellen mit dem Trafo des Schienenstroms, dass die Züge in etwa die gleiche Geschwindigkeit haben. So, jetzt habe ich euch schon viel erzählt über Steigungen, über Geschwindigkeit. Die Anlage, so wie sie jetzt ist, die fertige Hauptstrecke hier auf der Kehrschleife, da fehlen noch die Signale. Prinzipiell haben wir jetzt zwei Kehrschleifen in den Schattenbahnhöfen. Die habe ich euch in den anderen Videos auch schon mal gezeigt. Einmal eine dreifache Kehrschleife hier in diesem Bereich, eine einfache Kehrschleife hinten in dem Bereich und hier wird noch eine Kehrschleife entstehen. In den Schattenbahnhof-Kehrschleifen sind also permanent immer drei Lokomotiven geparkt. Des Weiteren habe ich im Blockbetrieb jetzt hier vorne im Hauptbahnhofsbereich bereits zwei Signale montiert und hier hinten in diesem Nebenbahnhofsbereich auch zwei Signale. Man sagt, im Blockbetrieb muss es immer ein Signal mehr sein als Züge fahren. Jetzt sind vier Signale hier bei mir verbaut, das heißt drei Züge können gleichzeitig fahren. Drei Züge sind zurzeit hier geparkt, also wir fahren jetzt hier gleichzeitig vollautomatisch mit sechs Lokomotiven. Hier wird noch ein Blockteil entstehen, dass wir dann diesen siebten Zug hier aufsetzen können und diese Kehrschleife bekommt noch einen Zugwechsel, also auch zwei Signale, die hier noch montiert werden und dann fahren auf dieser Hauptstrecke vollautomatisch acht Züge, von denen maximal vier in Bewegung sind, die sich durch die verschiedenen Kehrschleifen munter durchmischen. Ich habe es schon mal so ein bisschen für mich ausprobiert und selber gemerkt, dass selbst ich, der das alles konzipiert hat, manchmal ein bisschen den Überblick verliert. Und das ist natürlich ideal, wenn hinterher die Tunnel gebaut sind, wir hier Gäste und Besuch haben und dann wirklich keiner mehr versteht, wie die Züge eigentlich fahren. Aber es funktioniert trotzdem. Ja, ein paar Worte zum Blockbetrieb auf meiner Anlage. Wie habe ich diesen Blockbetrieb denn realisiert? Eigentlich ganz einfach. Im jetzigen Bauzustand sind vier Signale verbaut. Zwei Stück hier vorne in dem Hauptbahnhofsbereich. Zwei Stück seht ihr da hinten, wo das
Krokodil mit den Klappdeckel Großgüterwagen steht. Und eigentlich funktioniert das Blocksystem immer so, der Zug verlässt seinen Block, schaltet sein eigenes Signal von dem Block, den er gerade verlassen hat, auf Rot und gibt hinter sich dem Zug grünes Licht, dass er dann in den frei gewordenen Block einfahren kann. So habe ich jetzt durch die vier Signale vier Blöcke auf dieser Anlage, kann also mit drei Zügen gleichzeitig fahren. Ich habe das Ganze realisiert mit Schaltgleisen, dass ich im Prinzip hinter jedem Signal ein Schaltgleis verbaut habe. Und wenn der Zug dieses Schaltgleis überfährt, schaltet er im gleichen Schaltvorgang sich selber auf Rot und würde dann hinter sich, das wäre dieses Signal hier hinter mir, grün geben. Diese beiden Signale sind von den Steuerleitungen an diesem Schaltgleis verbunden. Das heißt, deswegen seht ihr auch hier auf dem Fahrpult noch gar keine Stellpulte, weil es so keinen Sinn machen würde, diese Signale zusätzlich am Stellpult anzulegen. Weil ich kann kein Signal einzeln schalten, sie sind mit dem Schaltgleis eben verbunden. Schalte ich dieses Signal auf Rot, wird das Signal automatisch dahinter grün, weil die Strippen eben verbunden sind. Ich bin am Überlegen, ist das der Weisheitsletzter Schluss oder macht es doch mehr Sinn, statt einem Schaltgleis immer zwei Schaltgleise zu verbauen und dann die Signale getrennt zu schalten. Dann würde es auch Sinn machen, sie an einem Stellpult anzulegen. Noch geht's, das meiste hier ist noch nicht verschraubt oder hier im Blockbetrieb in diesem Anlagenteil ist noch gar nichts verschraubt. Ich weiß nicht, lohnt sich das, weil hinterher möchte man ja ungern, wenn die Landschaft da ist, alles wieder abreißen. Ich freue mich hier auf eure Kommentare und auf eure Tipps, wie ihr es denn machen würdet. Weil noch habe ich hier alle Möglichkeiten offen. Da ich jetzt so viel über Fahren geredet habe, möchte ich euch zum Ende des Videos noch ein paar Fahreindrücke spendieren und dann geht's wahrscheinlich wirklich in die Sommerpause, bis dann im nächsten Schritt hier Farbe ins Spiel kommt. Das kann ich euch schon mal ankündigen. Das nächste wird das Tapezieren der Hintergründe sein. Das nächste wird sein, dass hier hinten die Gleistrassen begrünt werden. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen, wie die Anlage fährt. Ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei seid und sage in diesem Sinne ciao, bye bye, euer Gary. Wir freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Teil wieder mit dabei seid. Wenn euch unser Video gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da oder abonniert unseren Kanal.